Eigentlich sind die Nachrichten des Tages für heute Nachmittag erst angekündigt. 16 Uhr wird Fed-Chef Powell sprechen und das ist immer für Bewegung gut. Wir wissen, dass die Notenbank sich noch nicht 100% festgelegt hat oder zumindest mal die Marktteilnehmer noch nicht sich im Klaren sind, ob der Markt mit weiteren Zinssenkungen und wenn ja, in welcher Geschwindigkeit rechnen muss oder ob das vielleicht ein bisschen stabil jetzt bleiben wird. Das kann sein, dass das aus der Rede heute Nachmittag herauszuhören ist. Wir wissen, es sind nicht mal unbedingt die Zinsschritte, die entscheidend sind für die Börse, sondern häufig ist es ganz einfach das Statement dazu. Wer sich ein bisschen auskennt mit dem Fed-System, der weiß, dass die Fed an sich die Zinsen gar nicht selber beeinflussen kann oder nicht verändern kann, sondern sie versucht zu beeinflussen durch die begleitenden Statements zu den Fed-Entscheidungen und natürlich, wenn jetzt wie heute eben Redegelegenheiten hier für Powell eben anstehen. 16 Uhr ebenfalls New Home Sales, also 16 Uhr sollte man auf jeden Fall auf dem Plan haben. Mit großer Volatilität ist zumindest mal zu rechnen. In welche Richtung? Ja, das werden wir nachher dann sehen. Das weiß keiner ganz genau, aber 16 Uhr für all die Intraday-Händler auf jeden Fall ein Hingucker. Denn da ist auf jeden Fall Spannung drin. Ich persönlich handle dort nicht im Vorfeld, sondern immer erst im Nachhinein. Ich gucke mir die Bewegung normalerweise an und lasse mich dann mal überraschen. Allerdings auf etwas größerer Ebene. Natürlich ist es durchaus sinnvoll, auch zu versuchen, diese Bewegung mitzunehmen. Bewegung gab es durchaus. Wer mal gucken will, der DAX, na, dann wechseln wir auch erstmal auf den DAX. Der DAX hat innerhalb von Bruchteilen von, sagen wir mal, Minuten hier eine heftige Bewegung gemacht. Insgesamt 150 Punkte mal eingebrochen, kommt allerdings jetzt wieder zurück. Also das war tatsächlich nur so ein kleiner Ausflug, mal so eine kleine Warnmeldung. Oh, vorsichtig, wir sind gespannt, was vielleicht heute dann noch passieren wird. Also die Hälfte dessen, man sieht es hier schon wieder gut gemacht. Und auch der Goldkurs, den hatte ich eben schon mal hier auf dem Radar, 11 Dollar nach oben geschossen, jetzt allerdings wieder ein paar Dollar abgegeben. Also das war noch nicht 100% von langer Dauer, aber die erste Fußnote für den heutigen Tag ist gesetzt und das kann für deutlich mehr noch sorgen. Der amerikanische Markt ist spannend und auch ja Thema des heutigen Trade des Tages. Wer also da eine Idee von uns hören will, wie man damit vielleicht umgehen kann, was man tun kann, der sieht dort unsere ganz konkreten Handelsmarken auf den Dow Jones, wie es da ansteht. Beim Nasdaq sieht es ähnlich dramatisch aus, was die Bewegung angeht. Auch hier ging es mal eben, zack, hier 100 Punkte nach unten. Heftige Bewegung, noch nicht ganz so stark ausgeprägt. Die Erholung, also der Kurs eiert da noch ein wenig rum. Trotz alledem, Platz wäre ja da und wir haben möglicherweise durch den Bruch, durch die letzten Zwischentiefs hier beim Nasdaq zumindest mal eine Tür schon aufgestoßen. Wir werden sehen, was das im heutigen Umfeld, insbesondere mit der Fed-Rede um 16 Uhr oder der Fed-Chef-Rede um 16 Uhr dann eben noch bringen wird. Dementsprechend bleibt mir nur Ihnen zu wünschen, dass Sie heute Nachmittag nicht unter die Räder kommen, sondern im Gegenteil auf der richtigen Seite des Marktes sitzen, dass Sie das Ganze nutzen können. Einen tollen Wochenausklang haben, ein erholsames Wochenende und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin alles Gute.